da hat es auf einmal Spaß gemacht, eine Sprache zu lernen. Ach so, der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Hallo, ich bin Marco und ich habe die Webseite Authentic German Learning kreiert. Mit dieser Webseite helfe ich Menschen, Deutsch auf eine authentische Weise zu lernen. Also mittels einer schnellen und effektiven Methode. Und viele von euch haben mir gesagt, dass ihr Probleme mit der deutschen Grammatik habt, was ich komplett verstehen kann. Und ihr wollt eine einfache Methode, um die deutsche Sprache auch wirklich genießen zu können und auch Freude zu haben am Lernen. Und deswegen erstelle ich auch unterhaltsame Texte und Tonaufzeichnungen. Ich bin ein Muttersprachler, also helfen diese Tonaufzeichnungen auch immer dabei, den Klang der deutschen Sprache, sich an diesen Klang zu gewöhnen. Und ich kenne das sehr gut, mit einer Sprache wirklich frustriert zu sein. Bei mir war das so vor allen Dingen in der Schule. Ja, als ich in der Schule war in Deutschland und beim Französischunterricht zum Beispiel, war das so, dass das Sprachenlernen gar keinen Spaß gemacht hat. Dass es so immer dieser Druck von oben ist und auch diese Angst, oh, vielleicht mache ich jetzt einen Fehler, ich kann keine Fehler machen und so. Das fand ich keine gute Methode, um meine Sprache zu lernen, weil es überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Das war einfach nur so frustrierend. Ja? Da hat sich einen sehr großen Frust aufgebaut in mir. So, ich will nicht lernen, nein, ich will lieber draußen sein, ich möchte mit meinen Freunden spielen, ich möchte alle möglichen anderen Dinge tun, aber bloß nicht Sprachen lernen. Ja. Und ich hatte dann aber das Glück, also eine zweite Sprache, die ich auch gelernt habe, war Englisch. Und ich hatte das Glück, eine Sprachreise zu machen. Ich habe eine Highschool besucht in den USA und da war das ganz anders. Ja. Da hat es auf einmal Spaß gemacht, eine Sprache zu lernen. Weil ich nämlich mich mit Leuten unterhalten habe und das unterhaltsam war. Und innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten fing ich an, auf Englisch auch zu träumen. Und das war wirklich so ein total tolles Erlebnis, weil ich praktisch fließend in der Sprache geworden bin, ohne es überhaupt zu merken. Ja, das war von einem Tag auf den anderen, stimmt, ich kann fließend sprechen. Also das war total toll. Das wird total toll für mich. Und dann habe ich Italienisch gelernt, ein paar Jahre später. Also ich lerne jetzt immer noch Italienisch. Und am Anfang war das aber so, dass es total langweilig war und auch frustrierend, weil ich dann wieder gedacht habe, oh, ich will die Sprache lernen, aber es ist so, oh, ich muss hier die ganze Zeit Dinge auswendig lernen und oh mein Gott. Ich hatte aber das Glück, auf einen Sprachprofessor, einen Linguisten zu stoßen, der erklärt hat, wie man Sprachen effektiv lernen kann. Ja? Und er hatte dieses Zitat, wir erwerben Sprachen nur auf eine einzige Art und Weise. Ja? Wir erwerben Sprachen, wenn wir verständliche Inhalte in einer sicheren Umgebung lernen. Ja? Mit anderen Worten,
wenn ich keinen Stress habe, keinen Frust, wenn ich Spaß habe, dann lerne ich eine Sprache am effektivsten. Und das war für mich ein total tolles Aha-Erlebnis. Ja. Und ich habe dann auch YouTube-Videos gefunden von einem Italiener und Texte und alles mögliche, Podcasts, Tonaufzeichnungen, hast du nicht gesehen. Und das hat mir wieder Motivation gegeben und Energie, eine Sprache zu lernen. Das hat die Sprache wieder so gemacht, dass es Spaß gemacht hat, diese Sprache zu lernen. Ja? Und der Typ ist auch total lustig. Also ich lache auch oft, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn bestimmte Dinge sagen höre. Und das macht alles viel, viel spannender, viel amüsanter, viel besser. Und zurück zu uns, genau. Also viele Leute haben, wie gesagt, gesagt, ja Marco, die Grammatik ist so schwer. Die Grammatik und gerade die Fälle, ja.